Ich denke, in Zukunft werden viele Leute ein Elektrofahrrad besitzen, ihr Eigentum nennen, die meisten Strecken damit zurücklegen. Und viele Strecken, die sie heute mit ihrem eigenen Auto zurücklegen, dann mit einem Carsharing-Auto zurücklegen und das am besten mit einem Carsharing-Elektroauto. Wir brauchen eine angepasste Mobilität, das heißt für jede Aufgabe die entsprechende Lösung. Ich besitze eine Bahncard 100, aber kein eigenes Auto mehr, seit Jahren nicht mehr. Benutze in Berlin Multicity-Carsharing von Citroën, weil es rein elektrisch betrieben wird. Und die Fahrwege dazwischen überbrücke ich mit 3 Fahrrädern, die ich an strategischen Punkten postiert habe. Ist kein Fahrrad da, nehme ich ein Call-a-Bike-Fahrrad der Bahn und fahre zu meinem nächsten Fahrrad, mit dem ich dann zu meinem Carsharing-Auto fahre, das ich ja über eine Internet-App lokalisieren kann. Ab da bin ich dann wieder elektrisch unterwegs bis zu öffentlichen Verkehrsmitteln, bei mir in der Regel die Bahn. Das heißt, intermodal, ich bewege mich über 7, 8 Stationen im Tagesablauf. Und das möglichst nahtlos aneinander, sage ich mal, so gut abgestimmt, sodass ich meine Reise von A nach B, weil ich von der Haustür zu einem Geschäftstermin, zu einem Besuch irgendwo hin will, dass ich den praktisch mit Wechsel des Transportmittels gut, flüssig, bequem, gut planbar, sehr zuverlässig bewerkstelligen kann. Junge Leute wollen gar keinen Führerschein mehr, sondern sie wollen Mobilität. Deswegen beginnen wir jetzt mit dem Projekt Mobilitätsschule, was mehr ist als Autofahren lernen, sondern Mobilität lernen ist. Carsharing nimmt viel mehr Formen an. ÖPNV wird immer mehr benutzt. Das sind Steigerungsraten von 15-20% in den letzten Jahren in Großstädten gewesen. Das heißt, diese Autofixiertheit, wie wir sie in den 60er, 70er, 80er Jahren gehabt haben, löst sich langsam auf. Ich denke, es muss noch viel Aufklärung passieren. Ich denke, da liegt wirklich der Kern der ganzen Geschichte. Der BSM engagiert sich ja sehr stark für ein Fahrschulprojekt, wo wirklich an der Basis versucht wird, anzufangen, wirklich den 17-, 18-Jährigen Mobilität an sich zu erklären und nicht zu sagen, hey, du besitzt jetzt ein Fahrzeug, sondern hey, wie kann ich meine Mobilität strukturieren und wie komme ich am besten von A nach B? Wir werden verschiedene Strategien brauchen. Es wird keine geben, die für alle funktioniert. Die Menschen sind halt verschieden. Es gibt welche, die man sehr leicht aus dieser Komfortzone herausbekommt. Also die sich womöglich jeden Tag fragen, warum stehe ich hier im Stau? Aber sich vielleicht noch nicht ernsthaft damit auseinandergesetzt haben, welche Alternativen es gibt. Letzten Endes wollen Sie wissen, was kostet mich der Transportkilometer am Tagesende? Was habe ich bezahlt? Bin ich pünktlich angekommen? Komme ich zuverlässig und pünktlich zurück? Diese Sachen in sogenannten Mobilitätsketten zu organisieren und dazu Anwendungen zu schreiben und dann auch rechnerisch und operativ umzusetzen, dass das alles sicher, auch unter Datenschutzbestimmungseinhaltung funktioniert. Das sind Lösungen, wo wir sagen können, da sind wir auf einem guten Weg durch Modellprojekte. Wir können nicht den gesamten Verkehr, der jetzt im Benzinauto stattfindet, ersetzen durch elektrische Mobilität. Dann steht man halt mit einem anderen Antrieb im Stau. Und viele negative Auswirkungen des Verkehrs sind dann eben genau dieselben. Und das heißt, eine nachhaltige Mobilität muss bedeuten auch die Vermeidung von Verkehr.